Das heißt jetzt, wenn wir die zerkloppen. Ich habe hier noch einen. Das sind Bricks. Stairs. Aber warum zeigt er die da nicht an? Hä? Ach, da macht er Andesit groß. Gneis, Rosengranit, Pflastersteine, Bruchstein. Okay, da kann ich Kobbel draus machen, alles klar. Oder macht er da wieder Rhyolith-Dinger draus? Ich hätte ja gerade zwei. Moment. Ich weiß, ich mache dadurch meine Spitzhacke kaputt, aber... Ah, die wandelt er wieder um. Oh, geil. Alles klar, gut. Das ist nur der Sprite, den er da umändert. Oh, geil. Was fehlt mir noch? Ah ja, Öfen. Ja. So, Entschuldigung. Mit den Ofen. Öfen. Entschuldigung. Da will ich mir was einfallen lassen. Und zwar, normalerweise war das nämlich jetzt vorgesehen. Vielleicht füge ich auch im Video dann ein Bild ein. Normalerweise war das vorgesehen, dass hier und hier drei Öfen übereinander sind. Und hier dann zwei Wasserpötte. Ich habe das jetzt aber vor, dass wir hier einen Ofen hinmachen und eine Kiste. Ne, hier einen Ofen, einen Trichter und eine Kiste. Ihr versteht, was ich meine. Das kommt dann, das wird dann gleich sofort in die Kiste reinsortiert. Wisst ihr was? Das mache ich hoch. Ich hatte mir noch vorher überlegt, dass ich da irgendwie so ein ganz komisches Lagersystem dann. Oder so ein Trichtersystem dann noch baue. Aber wenn er einfach nach unten zeigt, dann ist das auch in Ordnung. Haben wir noch Holz? Holz. Wir haben eigentlich schon Holz, aber ich hole mir mal das normale. Ah. Gib mir gleich mal alles. Dafür kriegst du... Oh. Neue Maus brauche ich. Der Roggen kommt in die Kiste. Schön sortiert. Und die Gerste auch. Irgendwie gibt es so kleine Grafikbugs. Kann das sein? Okay, ist fertig. Macht mir auf die Türe. Was ist da los? Sag ich jetzt nicht, hier ist eine Kille drin. Oh, die Drecksviecher machen mir die Ernte kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Och Mann. Die blöden Viecher. Nein. Nein. Und ich habe mal nachgeguckt, man kann die Dinger nicht ausstellen, weil irgendwie geht nicht. Und ich bin wieder voll. Weißt du was, ich hau da erstmal was in Dingens. So, Sojabohnen brauche ich noch. Die Paprika, der Weizen. Die Weizenkörner, die behalte ich mal. Und die Tomaten, die lasse ich jetzt vergammeln. Ihr werdet jetzt bestimmt sagen, Gary, mach das nicht. Die schönen... Sachen, da kannst du doch Essen draus machen. Ich weiß noch die Rezepte doch noch gar nicht. Also. Bitte, Hashtag no hate und so.
Ah, okay, da lässt sich nochmal einen Ofen draus machen. Wie ging jetzt so ein Topf? Ein Amboss? Nein. Ah, muss ich wegklicken. Ah, Eisenblock. Und vier Eisenbahnen, alles klar. Sekunde, ich bin gerade am... Nein, da. Ich bin gerade am Suchen. Lalalala. Irgendwo gab es auch hier so einen Topf. Kessel, genau. Da. Ach, nur so ein Eisending. Okay. Ich glaube, Eisen haben wir ja genug. Yum, 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 yum. Lecker Gurken. Sind wir jetzt mal satt? Endlich mal. ach nee, ich muss ja bauen. Eisen haben wir ja genug. Hoffe ich doch mal. Und zack. Habe ich gleich zwei Pötte. Ja. Sieht doch nett aus. Es soll ja auch so ein bisschen so schmiedemäßig aussehen. Hier kommt dann gleich noch, kommt dann gleich noch ein Amboss hin. Wenn ich genug Eisen habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann ich eigentlich einen Eisenblock machen jetzt schon gerade, oder? Ja, aber das reicht nicht. Doof. Gut, dann hau ich die mal eben erstmal hier so rein. Und dann müssen wir demnächst mal auf Eisensuche gehen. Eisen, Popeisen. Hier sind ein paar schöne Meisen. Was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt? Ah ja, noch ein Ofen? Gut. Nein, nein, nicht Talk. Hä? Tee? Invert Tweaks geladen. Okay, was? Egal. so, was brauche ich noch? Amboss haben wir gesehen. Einen Trichter. Genau. Muss ich ihm das Ding wegmachen. Echt? Dafür brauche ich 5 Eisen und eine Truhe. Och Mann, Spiel. Warum bist du so gemein? Und ja, ich weiß, tut mir leid, es ist ein bisschen dunkel. Aber... Habe ich noch eigentlich noch 5 Eisen dann? Ja. Geil. Reicht mal gerade für einen. Für einen Trichter. Ey, ich habe hier Holz en masse. Also. Ich habe noch genug Eisen. Geil. Okay. Ich wollte doch meinen, ich habe doch genug Eisen dabei. Holz. Und dann machen wir dann noch mal 2 draus. Flupp. Zack. Und dann, haha. Geht das auch so? Nee. Was habe ich denn da gemacht? Was ist das denn? Eisenhaltering. What? Plant Megapack. Wozu brauche ich den denn? Okay, das ist okay. Ein bisschen spooky, aber egal. Nee, komm. Ich mache mir erstmal einen Trichter. So war das? Ja. Ich mache mir erstmal einen Trichter. Okay. Machet mir auf die Türe.
So. Ach, ich brauche ja noch eine Kiste. Entschuldigung. Oh, es wird langsam hell genug. Yep. Tada! Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so zu überblendet von hinten. Nee, nicht genug. Das wird sich demnächst alles ändern. Wird wieder umgezogen. Schlimm, ne? Ich bin permanent überfüllt. So, jetzt muss ich eben die Holzblöckchen da wegmachen. Komm, blöde Maus. Nein. Flup. Flup. Sonst denkt der Trichter nämlich, ich will in die Wand rein. Ich habe mir schon gedacht, ja, da könnte man doch irgendwie auch was hinstecken und lässt den Trichter einfach in die Wand laufen und hier dann die Kiste hin. Aber das Problem ist, ich müsste hier dann freilassen. Das ist komplizierter, als man glaubt. Also ich habe da schon ein bisschen dran rumprobiert und rumgewerkelt. Auch mit diesen, Moment, mit diesen Motoren, genau. Wo waren die? Vom Buildcraft Modpack. Wo? Was ist das? Fassade, Zukunftsblock. Okay. Genau. Was sind denn Fassaden? Ach, so eine Art hier. Dinger. Tolle Erklärung, Gary. Dinger. Das sind hier Fassaden, hier sowas wie Tapeten. Genau. Haha. Tür des Zimmermanns, okay. Blumentopf des Zimmermanns. Ach du Scheiße, es gibt hier so viel. Ich bin gerade am Suchen. Irgendwo hatten wir doch diesen Buildcraft Mod. Diese Buildcraft Mod. Ah, hier. Das hier ist zum Beispiel vom Buildcraft. Hm? Was ist das? Ofen. Unnamed. Gepresster Salzstein. Ach du Scheiße. Hey, hier gibt's doch so viel zu entdecken. Hier gab's auch irgendwo Motoren. Ich gebe das jetzt einfach mal ein. Da, Motor. Redstone Motor, genau. Yeah. Und zwar, ich mache da mal einen Motor. Ich habe einen Motor. Ich mache da mal Rezept. Dafür brauche ich einen Kolben, also Pisten. Piston, zwei Holzzahnräder und Woodplanks. Ne, einmal Glas und Woodplanks. Daraus wird dann ein sogenannter Motor gemacht. Und der, habt ihr bestimmt schon beim Gronkh gesehen, dass er da mal hier so einen Motor gebaut hat und dann zum Haus hin. Da hat er hier dann eine Kiste hingestellt. Ich muss ja auch nochmal bei das Feld ein bisschen umflügen. Mit Kompost vollstopfen. Da hat er hier dann immer die Sachen reingeschmissen. Und die wurden dann gleich so. Zack. Ich mach mal ein Lied weiter. Das ist irgendwie ein bisschen, naja, ein bisschen penetrant. Und es wurde dann gleich hier zum Beispiel in die Kiste reintransportiert oder in solche Dinger. Natürlich musste der Kiste sagen, was da zuerst rein soll. EDX, die gehen mir so ein bisschen dezent auf den Sack, ne? Da sind sie weg. Sind sie wieder da? Warum? Na, Mokus, geht's euch gut? Ach, die eine ist auch erwachsen geworden. Oh, cool. Ja, da freuen die sich. Vielleicht mache ich hier auch mein Lagersystem hin. Das wäre eigentlich was, ne?